Ja. Hallo? Ja. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit dem Herrn Handy Hubschrauber? Ja. Hallo, spreche ich mit Gerald Hubschrauber? Ja. Hallo, Herr Hubschrauber. Ja. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder drei Telefonate mitgebracht. Drei Telefonate, die seriöser wohl nicht laufen könnten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen tollen neuen, sehr seriösen Anrufen. Ja. Hallo? Ja. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit dem Herrn Handy Hubschrauber? Ja. Ich grüße Sie erstmal, Lisa Neuhaus am Apparat. Ich melde mich bezüglich Ihrer Registrierung für den Online-Handel, das Sie gerade gemacht haben. Sagen Sie mir bitte, ist das richtig? Hier von Interia Finanz. Sie haben gerade eine Registrierung gemacht auf unserer Werbungsseite, genau. Ja, Interia Finanz seid ihr, oder was? Genau. Ja. Genau, also das ist unsere Werbungsseite und von dieser Werbungsseite, Sie sind jetzt an mich weitergeleitet. Nein, die Und ich Werbungsseite bin hier. hieß ja anders. Jetzt bin ich ja direkt hier schon auf eurer Webseite Interia Finanz. Nee, also unsere Werbungsseite heißt nicht so. Also unsere Seite, ich meine unsere Plattform. So, aber da bin ich ja jetzt rausgekommen. Ah, verstehe, das kann sein, dass da ein kleiner Fehler mit der Werbungsseite war. Also Sie sind eigentlich, die Registrierung ist durch und Sie sind an mich weitergeleitet. Ja, also um mal den Müll hier von der netten Dame nochmal ein bisschen zusammenzufassen, ich habe mich auf einer komischen, unseriösen Werbewebseite registriert und bin dann bei ihr in der Telefonleitung gelandet. Das Problem, was jetzt hier gerade entstanden ist, was sich gerade herauskristallisiert, tja, ich habe eine ganz andere Webseite angezeigt bekommen und bin auch jetzt auf einer ganz anderen Plattform eingeloggt, als die nette Dame mir jetzt hier am Telefon erzählen möchte. Das heißt, ich bin bei Interia Finanz rausgekommen. Ja, aber ihre Plattform heißt wohl anders. Ihr Namen hat sie ja von der Plattform bis jetzt noch nicht so wirklich verraten. Aber das kennt man ja auch nicht anders von den Betrügern, weil es geht halt einfach nicht um Seriosität und vorstellen möchte man sich ja auch grundsätzlich nicht vernünftig. Einfach nur wieder Wahnsinn. Und das ist einfach mal so die, ja, die Umschreibung von dem, was jetzt hier gerade passiert. Ich melde mich an, komme bei der falschen Leitung raus. Auch nett. Daran sieht man, dass die Callcenter wohl die Daten überall hin verkaufen und dass das nichts anderes als unseriös sein kann. So. Und mein Job würde es sein, Ihnen mit der Aktivierung Ihres Handelskontos weiterzuhelfen, aber nur natürlich in dem Fall, dass Sie Interesse daran haben. Na, wie heißt denn Ihre Firma, wenn ich jetzt auf der falschen Seite bin? Unsere Firma heißt Trade Markets. Und wie schreibt man das? Also Trade, gerade, Markets, Markets. Ja, und dann? Sagen Sie mir bitte, wo haben Sie unsere Reklame gesehen erstmal? War das eine Seite auf Facebook, YouTube, Ja, Google? die hatte ich jetzt hier von Facebook. Von Facebook und für ihn vielleicht die Seite von einem Freund empfohlen oder sind Sie durch Zufall auf uns gestoßen? Ich habe Bitcoin in die Suchliste eingegeben und dann kam da gleich der erste Beitrag. Da habe ich einfach drauf Ah, geklickt. verstehe. Ah, verstehe. Also, ich hoffe, dann haben Sie auch auf der Werbung gelesen, Sie haben bei uns die Option, mit einem Bitcoin-automatischen System zu arbeiten, richtig? Ich habe da gleich meine Daten eingetragen und habe geguckt, was kommt. Aber wir haben die Domain noch nicht ganz fertig. Also ich habe jetzt Trade Markets mit S am Ende und dann, was kommt denn da als Domainendung? EU. Punkt EU. Genau. Ich Ja. habe eine kurze Frage wegen der ganzen Prozedur hier bei uns, weil wir haben hier auch eine Altersgrenze. Darf ich Sie bitte nur fragen, wie alt sind Sie, wenn es kein Geheimnis ist? 29. Sehr schön. Und sagen Sie mir bitte nur, sind Sie immer noch berufstätig oder studieren Sie immer noch? Nee, ich bin arbeiten. Sie sind am Arbeiten, sehr schön, das freut mich. Also, sagen Sie mir bitte, haben Sie auch auf der Werbung gelesen, dass die minimale Investition 250 € ist? Kann sein, dass da sowas stand. Ja, ich glaube schon. Also, die minimale Investition ist 250. Wenn Sie mit einem Autotrader arbeiten wollen, dann sollten Sie mit einer minimalen Summe von 250 starten, die Sie im Prinzip auf drei Wege tätigen können: Visa-Karte, Mastercard oder Online-Banking. Benutzen Sie eine dieser Optionen vielleicht. Na, ihr Überweisung kann ich machen. Sie meinen eine normale Banküberweisung? Ja. Ich verstehe. Also wir haben auch die Option, dass Sie es mit einer normalen Banküberweisung machen können, aber die Option habe ich nicht erwähnt, weil wenn Sie es mit einer normalen Banküberweisung machen wollen, dort ist die minimale Summe 1.000 €. Aber wenn Sie es mit einer Visa oder Mastercard machen wollen oder über Online-Banking, dann ist die minimale Summe 240.
Deshalb habe ich noch nicht erwähnt, die Option normale Banküberweisung. Ach so, aber ich habe so eine anderen Karten nicht. Sie haben keine Kreditkarte, Visa, Mastercard. Das brauche ich nicht. Und Sie nutzen kein Online-Banking. Nee, sowas habe ich auch nicht. Ich halte da nicht so viel von, weil da ist ja erstmal dann nur unsicher. Verstehe also. Nur, dass Sie wissen, alles, was Sie auf unserer Trading-Plattform machen, Einzahlungen und Auszahlungen, Sie müssen alles auch persönlich von Ihrer Seite aus bestätigen, weil wir sind auch mit Ihrer BaFin reguliert, also reguliert und lizenziert. Das können Sie auch gerne auf der Plattform nachschauen. Es ist alles transparent. Mit Kryptowährung bei der BaFin? Genau, wir sind mit der BaFin reguliert. Unsere Plattform ist mit der BaFin reguliert, das heißt, Sie können jederzeit Einzahlungen und Auszahlungen machen, wann und wie Sie es wollen, also eine Auszahlung auf ein Konto Ihrer Wahl. Aha. Und Sie benutzen keine von den Optionen für die Einzahlung, richtig? Nee, ich kann nur überweisen, aber 1000 Euro ist mir zu viel. Ist zu viel, verstehe. Deshalb habe ich auch nicht die Option erwähnt. Wir können es so machen. Ich kann Ihnen eine E-Mail schicken auf Ihre E-Mail-Adresse. Und in dem Fall, dass Sie später vielleicht eine von den Optionen bekommen, Sie können mir einfach nur zurückschreiben. Ich würde Sie gerne noch einmal anrufen und wenn Sie Interesse haben, das Konto zu aktivieren, wir können es gerne zusammen machen. Ist das okay für Sie? Naja, warum ist denn das mit normaler Banküberweisung so teuer? Also, so ist es nun mal. Ich kann Ihnen nicht sagen, wieso es so ist, aber ich glaube, die Promotion, die wir haben, geht nur mit Visa, Mastercard, Online- oder Online-Banking. Tja, dann ist es halt einfach so, ne? Also, man muss ja nicht wissen, warum. Es ist halt einfach so. Aber eine Begründung braucht man ja da wieder nicht mitliefern. Man kennt es nicht anders von den Betrügern. Einfach nur wieder Wahnsinn. Also ich meine, stellt euch mal vor, ihr geht jetzt bei eurer ganz normalen Hausbank hin und fragt da irgendwas und die sagen, ja, es geht halt nicht, es ist halt einfach deswegen teurer, weil, ja, darum. Bett? Aber auf eurer Webseite steht auch nichts davon, dass ihr mit der BaFin irgendwie zusammenarbeitet. Auf unserer Webseite? Ja, hab ich mir gerade angeguckt. Haben Sie die legalen Dokumente gefunden vielleicht? Ja. Wo sind sie jetzt da auf unserer Seite? Gucke ich auch mal sie drauf. Wie sieht unsere Seite aus? Das ist so blau, so dunkelblau so ein bisschen und mit weißem Hintergrund. Und da ist so eine komische Frau im Hintergrund mit so einem Schwert. Frau im Hintergrund. Oder kann auch... Sie haben eine falsche Seite geöffnet. So eine Frau mit Schwert auf der Legalseite. Nee. Das ist nicht unsere Seite. Nee? Nee. Sagen Sie mir, sehen Sie vielleicht einen Globus? Ein was? Einen Globus, eine Erdkugel. Nee. Nee, also unsere Seite sieht so aus. Sie auf der Startseite sollten Sie einen Globus sehen und da sollten Sie auch eine Option finden über uns und legal. In der legalen Seite, da sollten Sie alle Lizenzen finden für mehrere Länder, die wir haben. Da können Sie sich ach so, den Globus lesen. Meinen Sie. Auf der Startseite ist ein Globus, aber auf der nächsten Seite mit legal, da ist eine Frau mit einem Schwert im Hintergrund. Mit einem Schwert im Hintergrund? Ja, eine Frau mit einem Schwert. Und darüber geht dann so die Schrift. Aber da steht auch nichts mit BaFin. Also dann haben Sie auch den BaFin nicht gefunden. Sie sollten ein bisschen mehr durch die Seite recherchieren, es finden. Und wie gesagt, ich schicke Ihnen die E-Mail, Sie schreiben mir zurück, wenn Sie bereit sind. Ist das okay für Sie? Naja, aber ich habe Sie ja jetzt gerade am Telefon. Kunden warten auf den Anruf, ich habe nicht also so viel Zeit. Wie lange gibt's denn eure Webseite schon? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren? Genau. Ach so. Und wir haben 13.000 aktive Mitglieder, also... Aha. Wie gesagt, es ist allein Ihre Entscheidung, ob Sie mit uns weitermachen wollen oder nicht. Mein Job ist es nicht, Sie zu irgendetwas zu drängen oder etwas. Also wenn Sie sich entscheiden, mit uns weiterzumachen, es ist kein Problem. Wenn nicht, das ist auch kein Problem. Ja. Das ist, wie gesagt, allein nur Ihre Entscheidung. Aber klingt nach Betrug. Also, wollen Sie mir sagen, dass ich ein Betrüger bin? Na, eine Betrügerin, ja. Man muss ja schon... Eine Betrügerin, ja. Sie wollen mir sagen, dass ich ein Betrüger bin und dass mein Unternehmen, das 4 Jahren existiert und das mit dem vierten Betrüger ist. Das mit den 4 Jahren stimmt ja schon mal gar nicht. Das ist ja auch Quatsch. Die Domain existiert ja gar nicht so lange. Und dann war das Gespräch ganz schnell wieder zu Ende. Tja, sobald man nach den Lizenzen fragt und, naja, ein bisschen konkretere Aussagen haben möchte, hat sich das Gespräch eigentlich mit solchen Leuten in den meisten Fällen schon erledigt. Außer, die denken sich gerade frisch irgendeine Geschichte dazu aus oder haben sogar schon eine parat. Ich denke mal, die kriegen ja solche Fragen öfters mal am Telefon.
Oh, Wahnsinn. Also wirklich, das ist einfach nur noch gruselig, was da so passiert. Und sobald man irgendwas Konkretes von der haben will und auch konkret gleich sagen kann, nee, du lügst mich ja hier an. Ich meine, man kann ja an der Domain gucken, wie lange die Website überhaupt schon existiert, ne? Also das, wann die mal gekauft wurde. Ja, aber das interessiert die halt nicht. Und dann legen sie halt einfach auf, weil um Beratung geht's ja nicht. Das hat sie ja hier auch mehr oder weniger ganz klar rübergebracht. Machen wir mal mit dem nächsten Telefonat weiter. Hallo, spreche ich mit Gerald Hubschauer? Ja. Okay, ja Gerald, ich bin Sebastian Leroy, der Manager von Europäischer Haupttrading-Abteilung und ich melde in Bezug auf die Anmeldung auf unserer Website, ja? Ja Gerald, erstmals möchte ich Ihnen fragen, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich oder sind Sie Anfänger? Welchen Bereich jetzt genau? Wie bitte? In welchem auch? Im finanziellen Börse, Herr Gerald, haben Sie schon gehandelt oder sind Sie Anfänger dabei? Naja, auf welchem Gebiet denn jetzt genau? Herr Gerald, Sie sind vor kurzem auf unsere Werbung angemeldet. Es geht um Onlinehandel und damit Geld verdienen, Herr Gerald. Es wäre aber nett, wenn Sie nicht immer Herr Gerald sagen würden, weil das ist mein Vorname. Wie bitte? Es wäre nett, wenn Sie nicht immer meinen Vornamen sagen würden. Hubschrauber. Sind Sie Herr Hubschrauber? Ja, haben wir ja schon abgeklärt, genau. Und ich würde auch gern so angesprochen werden. Okay, entschuldigen Sie mir dafür. Mhm. Okay, Herr Hubschrauber, ich habe gefragt, ob Sie in diesem Bereich Erfahrungen haben. Ja, aber in welchem Bereich denn genau? Weil da gibt es ja viele Bereiche. Im Onlinehandel, Herr Hubschrauber, haben Sie schon gehandelt? Zum Beispiel mit einigen Kryptowährungen? Nee. Haben Sie damit etwas verdient oder noch nicht? Ja. Sind Sie Anfänger? Nee. Okay, das bedeutet, Sie sind Anfänger. Nein. Dann werden wir auf Sie Anfänger... Ich bin kein Anfänger. Habe ich doch jetzt gerade lang und breit zu allen Fragen gerade beantwortet. Herr Hubschrauber, Falls Sie nie gehandelt haben, das bedeutet, Sie sind Anfänger. Ja, ich habe doch nicht gesagt, dass ich nie gehandelt habe, oder? Die Frage habe ich doch mit Ja beantwortet, ob ich schon mal gehandelt habe. Ich habe genau das gefragt. Und ich habe die Frage mit Ja beantwortet. Nein, habe ich nicht. Ich habe Nein auf die Frage mit Kryptowährungen geantwortet. Dann Sie sollen mir sagen, dass ich habe mit Aktien gehandelt. Ich habe zum Beispiel mit Aktien, mit Kryptowährungen gefragt. Und da habe ich dann Nein gesagt. Natürlich. Richtig, aber... Ich habe Aktien auch gesagt. Da habe ich Ja gesagt. Herr Hubschrauber, warum streiten wir jetzt? Weiß ich nicht, weil Sie streiten. Natürlich, wir streiten jetzt. Ja, weil Sie streiten. Ich möchte einfach mit Ihnen ganz freundlich reden. Na, dann machen Sie das doch. Weil mein Beruf ist einfach, Ihnen alles erklären in diesem Bereich und Ihre Handelskonto aktivieren. Mhm. Okay? Das bedeutet, falls Sie mit Kryptowährungen nie gehandelt haben, Sie sind noch Anfängerkunde, weil heutzutage die ganze Finanzbörse arbeitet mit Kryptowährungen. Ja? Und man verdient ganz viel mehr Geld mit Kryptowährungen als mit Aktien heutzutage. Aha. Das bedeutet, wir werden jetzt für Sie noch ein Anfängerkonto aktivieren. Damit werden Sie solche Unterstützungen bekommen, was Sie für erfolgreiches Handlungsprozess brauchen. Und einfach, Sie werden ganz gute und einfach größere Erfahrungen und Wissenschaftsdaten auswenden in diesem Bereich, ja? Okay, Herr Hubschrauber, haben Sie auch schon entschieden, mit welcher Summe möchten Sie Handlungsprozess anfangen? Nö, habe ich jetzt noch nicht drüber nachgedacht, ne? Okay, Herr Hubschrauber, unser Mindestbetrag ist 250 Euro und Maximalbetrag ist 1000 Euro. Sie können jede Summe auswählen zwischen diesen Summen und damit Handlungsprozess anfangen. Ja, aber falls Sie es noch nicht bedankt haben und erstmals dieses System einfach erkennen und ausprobieren wollen, ich denke, dass 250 Euro ist die entsprechende Summe für Sie, ja? Na, warum kann man denn nicht weniger als 250 Euro einzahlen? Es ist technisch unmöglich, Herr Hubschrauber. Als Sie wissen, und ich bin überzeugt, dass Sie wissen, wir benutzen automatisiertes Programmsoftware, ja? Und diese Software arbeitet mit weniger einfach nicht. Weniger Geld einfach nicht. Ich muss mal kurz auflegen. Wie bitte? Ich sage, ich muss mal auflegen. Ja, da musste dann tatsächlich ich mal auflegen, weil wirklich ein wichtiges Telefonat in der Leitung gebimmelt hat. Aber ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht. Hallo, Herr Hubschrauber. Ja. Okay, können wir weiter reden, worüber wir reden? Ja, jetzt geht's wieder, ja.
Ist auf jeden Fall, wie ihr es mitbekommen habt, der nette Onkel von gerade eben wieder. Okay, ganz gut. Herr Hubschrauber, ich habe gefragt, mit welcher Summe möchten Sie Haftungsprozess anfangen? Ja? Haben Sie es noch nicht unterschieden? Ach ja, genau, da war ja die Frage, Sie sagten ja maximal 1000 Euro. Wieso denn eigentlich nur maximal 1000 Euro? Natürlich, maximal ist 1000 Euro, weil normalerweise... Ja, warum? Es ist die Anfängerabteilung und unsere Kunden, wir bitten nicht mit mehr Geld anfangen, ja? Natürlich werden Sie zum Beispiel nach den 2 Wochen, nach den 3 Wochen erst Erfahrungen und Wissenschaft sammeln in diesem Bereich, können Sie wieder investieren und Ihr Handlungskapital vergrößern. Das ist auch gar kein Problem. Ja, und wie viel Prozent kriegt man da denn? Wir bekommen von 2-4% von Ihrer Profite, Herr Hubschrauber. Ja, und am Anfang viel es ist möglich, dass es sieht ganz weniger Geld, aber wir haben die Kunden, die bei uns mehr als 4 oder 5 Jahre handeln und solche Kunden verdienen ganz viel Geld und dann ist dann unsere Einkommen und Gehalten auch ganz groß. Und genau das ist unser Interesse, Herr Hubschrauber. Wenn wir neue Kunden haben, wir möchten, dass diese Kunden erstmals hätte ganz gut umgebung, ganz viele Erfahrungen und Wissenschaft zu sammeln und dann in maximal wenigste Zeit größer Profiten machen zu anfangen. Haben Sie verstanden? Ja, und wie viel Prozent kriegt man denn da am Anfang? Von 2-4, Herr Hubschrauber. 2-4% bedeutet, von 250 Euro. Wenn Sie in den nächsten 10 Tagen 100 Euro verdienen, davon bekommen wir von 2-4 Euro. Ja, aber wie viel Prozent kriege ich? Ganz anderes Geld ist Ihnen. Gehört Ihnen, Herr Hubschrauber. Ja, aber die Frage ist ja, wie viel? Wie bitte? Ja, wie hoch ist denn der Gewinn? Gewinn, okay. Technisch, Herr Hubschrauber, technisch, Sie können monatlich 40% von Ihres investiertes Geld machen. Aber es ist nur technische Sache, das ist garantiertes. Aber auf dem Finanzmarkt passiert solche Sachen, dass niemand kann es 100%ig sagen. Manchmal passiert solche Sachen, zum Beispiel, vor einer Woche war Kryptowährung Cardano, ich bin überzeugt, dass Sie haben darüber gehört, am Abend mit 25% gesunken und für morgen ist wieder mit 13% gestiegen. Ja? Genau mit solches kleinen Situation, unsere Kunden hat ganz viel, mehr als 50% oder 80% von ihr investiertes Geld verdient. Ja, und solche Sachen passieren ganz oft auf dem Finanzmarkt, aber darüber können wir nicht einfach überzeugt reden. Ja, es ist nicht 100%ig. Genau deswegen, ich sage Ihnen, dass Sie werden technisch 100%ig von Ihrem investiertes Geld 40% verdienen, aber ich werde Ihnen ganz ehrlich sagen, dass Sie werden davon einfach viel mehr verdienen. Viel mehr als 100%. Wie bitte? Ich habe den Rest nicht verstanden. Ja, Gerald, ich habe gesagt, dass technisch normalerweise Sie verdienen für 40% von Ihrer, 50% von Ihrer investiertes Geld. Aber auf dem Finanzmarkt immer passiert solche Sachen. Die größeren Unterschiedungen von Preisen, ja, aber über solche Sachen können wir nicht vorher reden. Genau deswegen sage ich Ihnen, dass Sie werden 50% von Ihrem investiertes Geld 100%ig verdienen, aber anders ist abhängig von Finanzmarkt und Änderungen von Finanzmarkt, ja, und normalerweise solche Änderungen passieren ganz oft auf dem Finanzmarkt und unsere Kunden, unsere Anfängerkunden niemals verdienen nur 40% von ihrer Investitionen. Ich muss mal nochmal auflegen. Haben Sie jetzt verstanden? Ja, hier musste ich leider das Gespräch wieder unterbrechen. Da hat wieder ein wichtiger Anrufer dazwischen gedrängelt, wie von dem Gespräch davor, wo wir schon mal unterbrochen haben. Manchmal ist das leider so. Aber hier war wieder wunderbar rauszuhören, was wir da eigentlich für Menschen am Telefon haben. Fragen beantworten, darum geht's nicht. Es geht auch nicht darum, um irgendwie seriös zu wirken oder weiß ich nicht. Ich kann mir einfach immer wieder nicht vorstellen, dass Menschen da ihr Geld einzahlen. Aber so ist es leider. Und genau die Leute wollen wir eben mit den Videos hier schützen. Von daher teilt gerne die Videos mit allen euren
Freunden, Bekannten, Verwandten, Familienmitgliedern, damit niemand aus eurer Familie und eurem Umfeld auf so einen Quatsch hier drauf hereinfällt. Wer möchte, kann gerne noch ein bisschen was in die Kommentare dazu schreiben, was ihr von den netten Mitarbeitern aus dem Callcenter gehalten habt hier aus dem Video. Wer möchte, sieht jetzt hier noch eine Playlist mit vielen weiteren Videoangeboten für euch. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.